Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder einen neuen 60-Sekunden-Buchtipp von mir. Das bedeutet, ich stelle euch ein Buch in sehr kurzer Zeit vor, also in genau 60 Sekunden oder zumindest ich versuch's. Es ist nicht immer ganz einfach, meine Meinung und vor allem auch, worum es im Buch geht, in diese doch sehr, sehr kurze Zeitspanne zu quetschen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da und ich freue mich auch immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich wünsche euch aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem heutigen Buchtipp. Ich möchte euch heute Bucketlist vorstellen von Georgia Clark. Es geht hierbei um Lacey, sie ist 25 und sie wird sehr wahrscheinlich an Brustkrebs erkranken. Diese Geschichte ist wirklich voller Gefühle. Ich hätte nicht mit dieser Wucht an Wut, Liebe, Trauer, Mut und so vielen weiteren Gefühlen gerechnet. Es ist eine Achterbahnfahrt, auch wenn sich das vielleicht ausgelutscht anhört, aber die Geschichte von Lacey zu verfolgen, hat mich, ja, sehr berührt. Lacey ist noch sehr jung und sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, Brustkrebs zu bekommen und denkt darüber nach, sich präventiv die Brüste abnehmen zu lassen. Allerdings hat sie sich so ein kleines Zeitfenster quasi gegeben, bis wohin sie sich entscheiden möchte und bis dahin möchte sie so eine Art Bucketlist abarbeiten, quasi noch ein paar Erlebnisse mit ihren Brüsten gemeinsam, ja, erleben. Wenn ihr mit dem Thema Brustkrebs kein Problem habt, das kein schlimmer Trigger für euch ist und ihr Lust auf eine Geschichte voller Gefühle habt, eine riesige Gefühlsachterbahn, dann kann ich euch Bucketlist wirklich nur empfehlen. Das war ja heute mal ein Buch der etwas anderen Art. Ich hoffe, ich habe die 60 Sekunden nicht zu arg gesprengt. Vielleicht ist das Buch ja auch was für eure Wunschliste. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr es schon kennt oder ob ihr jetzt sagt, ja, das könnte was für mich sein, das schaue ich mir mal näher an. Ich bin Ramona von Kielfeder und ihr findet mich übrigens auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Ich freue mich immer, wenn wir uns auch abseits von YouTube wiedersehen. Schreibt mir doch dort gerne mal, wenn ihr mich da aufgestöbert habt. Und dann sage ich erstmal bis zum nächsten Video.